Hey Leute und herzlich willkommen in Sendai, beziehungsweise eher gesagt in Sao Miyagi. Und zwar sind wir hier, wie ihr vielleicht ein bisschen erkennen könnt, vielleicht aber auch noch nicht, beim Fuchsdorf. Und zwar sind wir mit dem Nachtbus von Tokio nach Sendai gefahren und haben uns ein Mietauto geholt und sind jetzt hier am Fuchsdorf und gehen jetzt da rein. Und darauf freue ich mich schon so lange, weil ich endlich diese Füchse sehen möchte. Es gibt wohl 4 verschiedene Sorten. Weiße, silberne, schwarze und natürlich orange. Das Fuchsdorf befindet sich übrigens so weit außerhalb, dass es sehr schwierig ist, das mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Deswegen haben wir uns auch ein Auto gemietet, aber prinzipiell kann man wohl auch mit dem Taxi herfahren. Es gibt wohl auch irgendwie ein Großraumtaxi, das hierher fährt, aber darum haben wir uns jetzt nicht weiter gekümmert. Aber das Erste, was einem hier auffällt, wenn man reinkommt, ist, dass manche Füchse dann schon doch ziemlich kleine Käfige haben und das ist eigentlich schon ziemlich... Ja, es bringt einem erstmal in eine komische Stimmung. Ich habe dann später mitbekommen, dass die Füchse teilweise in diesen kleinen Einzelkäfigen waren, weil sie besondere Pflege bedurften, beispielsweise weil sie krank waren. Und das hat das Ganze dann wenigstens etwas gerechtfertigt. Aber es gibt wohl später dann noch so ein Freilaufgehege, wo man die dann auch streicheln kann. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Und den Füchsen ist wie uns definitiv auch zu warm. Füttern war gerade ein bisschen beängstigend, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte meine Kamera aufgestellt, um mehr oder weniger einen Timelapse zu machen, aber das hat nicht wirklich funktioniert, denn der eine Fuchs ist irgendwie die Wand hochgekrabbelt und war halt wirklich gefühlt so ein Stück von meiner Kamera, bevor ich sie dann weggenommen habe. Es war schon ein bisschen erschreckend. Oh! Oh. Und ja, außerdem kämpfen die Füchse förmlich um das Essen und das sind halt wirklich nur so ganz kleine Stückchen, so wie kleine Snacks, also es ist schon ziemlich krass. Wir sind jetzt aus dem Fuchsdorf wieder raus und erstmal zu einem Restaurant gefahren, wo wir dann gleich essen werden. Und ich wollte noch mal ein kleines Fazit geben, ob sich denn das Geld, was ich ausgegeben habe und diese ganze Anfahrt, die dann doch relativ schwierig zu organisieren war, gelohnt hat. Und ich würde sagen, definitiv. Das Ganze hat jetzt am Ende mit Eintritt, Futter und auch Fuchsstreicheln um die 15 Euro gekostet und das Geld war es auf jeden Fall wert. Die Füchse waren super niedlich, es waren so viele verschiedene da und man hat schon echt gut Zeit dort verbringen können und einen Inari-Schrein gab es auch. Und wir werden jetzt erstmal Mittagessen.
habe jetzt eine Weile nichts mehr erzählt. Und zwar sind wir nach dem Essen dann zu einem Vulkan gefahren. Und dieser Vulkan hieß Okama. Und das Lustige an diesem Namen war eigentlich, dass der Name sowohl so viel wie Vulkanöffnung bedeutet, aber auch Mannsweib, beziehungsweise, nein, andersrum, weiblicher Mann, also sowas wie eine Tunte, und aber auch irgendwie so viel wie Topf zum Reiskochen oder so. Es war relativ lustig, als die Japaner diesen Namen gesehen haben und das uns dann auch erklärt haben. Und danach sind wir dann in den Onsen gefahren, haben uns kurz ein bisschen aufgefrischt, weil wir ja schon seit gestern Abend unterwegs waren und dann alle auch mega durchgeschwitzt waren und so. Obwohl es am Vulkan eigentlich relativ kühl war, weil es halt relativ weit oben war. Und dann sind wir jetzt zu unserem Airbnb gefahren, machen jetzt alle noch zusammen was zu essen und dann geht's ins Bett. Und deswegen werde ich das Video hier beenden und wir sehen uns morgen. What does the fox say?